So Leute, herzlich willkommen beim nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. So, also jetzt habe ich mir das bei der Schwarzen Insel angeguckt und habe gesehen, dass ich tatsächlich die schwarzen Segel doch da oben ausgerüstet habe und ich weiß gar nicht, was ich da jetzt eigentlich habe. Und das Ding von Captain Morgan habe ich auch noch, deswegen bin ich da gar nicht erst hingegangen. Das habe ich dann nämlich gerade, ich war gerade auf der Aufnahme beenden Tasche und habe das dann gesehen. So ein Pech, aber auch so ein blödes. Und ja, jetzt ist es ja egal. Jetzt habe ich mich wieder direkt hier, habe ich schnell eine Schnellreise gemacht zu Andreas Island und werde jetzt danach die optionalen Sachen machen. Und danach geht's weiter mit den richtigen Sachen des Lebens. Mit der Hauptstory. Und ich hoffe, dass das dann einige Zeit lang vorhält, weil wenn ich jetzt nur eine Mission mache, zum Beispiel, und ich dann nochmal drei Teile vom Ozean von der Karibik machen kann, dann hat sich das ja jetzt nicht wirklich gelohnt. So optional eine lange Linie, dann muss wieder Hauptstory eine lange Linie kommen und immer so weiter. So habe ich mir das vorgestellt. So kommt man zum Abschluss. So, sammle ich jetzt einfach die Schatzkarte auf. Fortuna See. Aha. Zu den Koordinaten werden wir wahrscheinlich eh noch nicht können. Die Schatzkarten werde ich dann erst am Ende des Spiels abfahren. Schalten wir uns erstmal hier die Taverne frei. Ach, die singt. Ich dachte, die haben hier ein Radio rumstehen. So, jetzt gibt's erstmal Prügelei. Ach komm. Du auch noch, oder was? Und zack. Und boom. Die Andrin ist in. Taverne verfügbar. 3 von 8 Tavernen freigeschaltet. So. Okay. Da haben wir ein Fragment. Bin ich natürlich auch gleich hinterher. Ah, ich nehme schon den falschen Weg. Und das ist auch falsch. Drüben können wir uns freikaufen, wenn wir von Piratenjägern gesucht werden. Bei den Säbeln da. Okay. Gut zu wissen, dass wir das hier auch können. Allerdings überfalle ich dann lieber ein Schiff. Das macht mehr Spaß. So, das Fragment habe ich. Jetzt der Aussichtspunkt. Juhu. So. Ab auf den Baum hier. Hey, Edward. Eddie. So, gut. Gut so. Und da lang. Ah, komm schon. Enttäusch mich jetzt nicht. Kerle. Mach ich von einem Arbeitskollegen, wenn ich manchmal auf der Arbeit ein bisschen ein Lenz mache. Ganz selten. Nicht wirklich. Aber wenn, dann sagt er immer, Kerle, kannst du das machen? Sag ich, hallo. Das Lustige ist, der Kollege ist ein Türke. Und er redet wirklich vollständigstes Schwäbisch. Ohne auch nur irgendwie mit der Wimper zu zucken. Das ist der Hammer, wenn man sich das anhört. So. Ja, drüben wäre noch ein Fragment. Allerdings bin ich jetzt eher so auf diesen Assassinenauftrag gespannt, dessen Schwierigkeit mittel sein sollte. Ho, guck mal, 25% der Gesamtsynchronisation haben wir schon erreicht. Also, zu einem Viertel haben wir das Spiel schon durchgespielt. Zu einem Viertel, wir sind jetzt bei Parts, was war's, 35, 36, ich glaube 36. 36 mal 4, egal, der Schatzjäger. Eine spanische Expedition sucht auf dieser Insel nach einem verschollenen Artefakt. Der Anführer der Gruppe ist ein Finanzier, der Templer. Er muss sterben, bevor er das Artefakt findet. Templer? Hm. Ach so, ja, wir wissen ja schon, was Templer sind, genau. Wir waren ja bei dem
Bei dem Templerfürst von Havanna. Okay. Eleuthera einfach. Das ist. Das ist gar nicht weit weg von hier. Wir können sogar schnell reisen zu der Mission. Das ist natürlich auch gut. Ja, komm. Da haben wir es schnell hinter uns. Brauchen wir da gar nicht schnell. Gar nicht langsam rumbabbeln. Jetzt kann ich direkt vom Steuerrad weggehen, also einfach auf die Insel springen. Ich darf mich allerdings nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Kriege ich mehr Lohn. Außerdem, wenn schon 100%, dann will ich auch 100%. Ich glaube, die Jackdaw wird angegriffen, aber ich glaube, das kann eh nicht passieren. Das perfekt hinzukriegen, gehe ich jetzt mal außen rum. Da kann ich ruhig weg, du Vieh. Und dann in dieses Gebüsch aktivieren wir das Adlerauge. So. Okay, komm, das ist dann wieder zu unwiderstehlich. Das Vieh hat es mir zu einfach gemacht, wirklich. Aber lieber ein Ozelotpelz einfach so. Das nächste Gebüsch da. Wo könnte der Typ sein? Ich würde mal sagen, da drüben bei den Zelten, da könnte es gut aussehen. So, wenn der Typ sich jetzt wieder umdreht, sprinte ich noch mal schnell. Oder ich pfeife. Wolleck! Schnell können solche blöden Schiffe fahren, hey. Der hier wäre schon mal down. Nein. Da ist er, ich habe ihn gesehen. Also das Adlerauge hat ihn jetzt noch nicht als Ziel erfasst. Aber das war der, ich weiß es. Uiuiui, da geht noch eine Seeschlacht ab. Cool. Okay. Spanier gegen Briten. Und zack, und zack. Ich habe eine Mission zu machen. Ich sollte aufhören, sowas zu sagen, die ganze Zeit. Den ganzen Tag hier rumzumachen. Oh, da kommt der Typ. Daran störe ich mich allerdings überhaupt nicht. Ja. Halt, ich wähle jetzt aus. Okay, ich habe gerade irgendwie das Waffenrad gesucht. Ja gut, dann ist es eigentlich theoretisch auch egal. Oh, das Waffenrad ist jetzt hier, ja. Tut mir leid, es gab ja gar kein Waffenrad mehr. Gerade der Auftrag hat schön geheim angefangen. Also das Rumgeschleiche, das hätte jetzt schon Spaß gemacht, aber... Jetzt ist auch egal. Geh jetzt einfach hin und töte den Penner. Ja, da doch gleich. Da war er. So. Ich hab's doch gesagt, ich weiß, wo der ist. Gut hab ich's gemacht, gell? Aua! Aua! Ach, komm, das ist doch, oder? Aua! Ich bin der Schnitzlor, ja. So, gut. Und zurück geht's. Jetzt gehe ich mal zu dem Rettungsboot. Ich habe jetzt gar keine Lust, mich da rumzuschlagen.
Wollte ich eigentlich noch den Schatzjäger plündern, aber pff. Was soll's? So. Also zurück zu Andreas Island. Ah! Ah, noch ein Dingsauftrag nochmal. Ja, das kann man glaub noch verantworten. So. Nix da, Treibgut. Brauchen wir nicht. Captain ist im Meer. Yep. Ach, das ist jetzt blöd, dass ich das jetzt schon wieder nicht hingekriegt habe, hey. Immer werde ich entdeckt. Das Spiel ist in der Hinsicht dann schon ein bisschen schwerer, aber wenn man es richtig macht, dann ist es halt einfach nur... fett. Ne, sie haben eine... Ich habe eine Schatzkarte für diesen Ort hier. Kann das sein? Nö, ja, oder? Nee, die ist es nicht. Hier? Ist da vorne irgendwo eine Mühle? Das auch nicht. So, jetzt müssen wir kurz die Koordinaten hier angucken. 570, 727 zum Beispiel. Ja. Das könnte sein. Aha! Ja, das ist die Insel tatsächlich. Geiler Scheiß. So. Da muss ich wieder nach ganz unten und nachdem ich die Schatzkarte gefunden habe, beende ich den Part auch. Nachdem ich die Schatzkarte gefunden habe, den Schatz, den die Karte anzeigt, meine ich natürlich. Eine Schatzkarte, die diesen Ort zu zeigen scheint. Rüsten Sie das Schatzkartengerät aus. Das Schatzkartengerät. Ach so, weil diese Anzeige da, weil das als Gerät gilt, natürlich, aber trotzdem. Wählen Sie Schatzkarten aus, hätte doch auch gereicht, oder nicht? Naja. So, dann finde ich jetzt mal das Ding. Da müsste das sein. Und wenn nicht, dreimal schwarzer Kater. Ah, da ist er ja. So geil. Alter, Zensur. Kommt eine nackte Frau raus. Ein Bauplan. Und 3000 real. Coole Sache. Okay. So, damit war's das dann auch. Irgendwie kann ich diesen letzten Auftrag da noch nicht machen. Noch nicht. Die Elite-Harpune steht jetzt in der Kapitänskajüte verfügbar. Geil. Also, wie gesagt, im nächsten Part geht's dann weiter mit der Hauptmission. Ja. Und, naja, bis dahin. Ciao.